Das ist eine tolle Sache. Wir zeigen Ihnen mal die 40 historischsten und geschichtsträchtigsten Stadien der Welt. Denn es sind Stadien, mit denen jedes Fußballherz große Legenden verbindet. Und können wir mal das Legende. Das ist das Giuseppe Meazza Stadion. Schau dir das an, das ist Italien. Ja, ich kenne das. Das ist, warst du drin? Nee, leider nicht. Ich wollte eigentlich zum Viertelfinale bei der WM. Ich sag mal, bist du ganz sicher, weil das Viertel oder das Achtelfinale? Also, sie haben das Achtel- und das Viertelfinale da gespielt. Ja, gegen wen? Achtelfinale gegen Holland, das legendäre Spiel. Legendär? Warum war sie legendär? Naja, irgendwie Rijkaard spuckt Völler an und ein tolles Spiel einfach der Nationalmannschaft. Das Oranje-Lama. Ja. Das Oranje-Lama. Und Viertelfinale war dann gegen Tschechoslowakei. Legendär? War es ein legendäres Spiel? Nö, das nicht, aber das gegen Holland. Aber das gegen Holland, da spricht man ja heute noch davon. Ja, das ist ja noch wirklich wahr. Oranje-Lama, aber Rudi und Rijkaard haben sich hinterher wieder versöhnt. Ja. Leider, muss ich sagen. Ja. Und ja, ich finde es besser, wenn man sich hasst bis ans Ende. Wirklich. Wenn Stadien abgerissen werden müssen, wenn Mauern gezogen werden müssen, wenn er auch im Stadion ist, dieses ständige, wir sind jetzt Freunde. Und ich habe mal ein Foto gesehen, wo sie zusammen gefrühstückt haben. In so einem hässlichen DFB-Bademantel irgendwie. Ja, weil es wirklich den für 20 Jahre Treuepunkte gibt und so. Und Rijkaard hat man auch rausgeschmissen, hat auch versagt mittlerweile. Ja. Früher, als er noch ein Oranje-Lama war, mit diesen Zottellocken und so, da fand ich ihn richtig gut. Ein Genie, das spuckt und tritt. Ja. Dann war er einer so, der dem Gegner auch gratuliert, wenn er gewinnt. Und so hat mir nicht mehr gefallen als Trainer. Für mich ist Rijkaard als Spuckender ein Genie und hinterher Durchschnittsware. Wirklich, das ist neue Mitte. So, jetzt. Übrigens, Sie haben sich vielleicht gewundert, warum dieses Spiel so wahnsinnig schnell kommt. Wir haben das ja in einem hochmodernen Computer und das ging immer schon unglaublich schnell und immer perfekt, aber jetzt geht es noch perfekter, denn seit heute kann mit Hilfe einer 40 Millionen Mark teuren Software Herr Andrak von seinem Platz aus jedes beliebige Stadion im Grunde in, man kann sagen, Lichtgeschwindigkeit aufrufen. Ja, ja. Zum Beispiel das Ernst-Happel-Stadion in Wien. Ja, klar. Das ist das Ernst-Happel-Stadion in Wien? Das ist das Ernst-Happel-Stadion in Wien. Ja. Legendär. Hieß früher wie? Praterstadion. Und Ernst Happel war ein Genie, muss man sagen. Ja. Berühmter Satz von ihm, das ist Ernst Happel. Ja. Ja, großartiger Trainer. Berühmter Satz von ihm, ich will im Ausland nicht tot gehen. Er war lange im Ausland, er hat, glaube ich, 80 Stangen pro Tag geraucht. Aber Leute wie Netzer schwärmen heute noch von ihm. Und Magath, großes Vorbild von Felix Magath. Ich glaube, das könnte juristische Folgen für Magath haben, wenn er sagt, dass Ernst Happel. So wie Karel mal gesagt hat, wenn Bier noch mal gesagt, dass ich ein Vorbild bin, verklage ich ihn. Ernst Happel, es gibt noch einen anderen legendären, Branko Cevic. Oh ja. Auch gewisse Alkoholprobleme. Mhm. Aber man kann im Grunde sagen, ein Branko Cevic mit Alkohol, mit Zigaretten, irgendwo immer noch erfolgreicher oder autoritätsbewusster als Berti, völlig clean. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit für Berti, wenn er anfängt zu saufen. Ja. Oder? Litti, geh mal rein. Im Grunde, wenn Sie Berti rausschmeißen, fällt Litti ja wieder dem Staat zur Last, oder? Hat er denn überhaupt geklebt in Japan? Ja. Nee, der kriegt doch die Zeit in Japan angerechnet, oder? Ja, der hat so eine Drittligamannschaft in Japan trainiert. Ja, Batterie Osaka oder irgendwie sowas. Oder Red Light Fujiyama. So, und hier, unser Kollege Uli hat wieder mit großer Liebe und Sorgfalt zum Beispiel zusammengestellt. Das Gottlieb-Daimler-Stadion, mein Stadion in Stuttgart. Zeig mal bitte das Gottlieb-Daimler-Stadion. Ein wunderbares Stadion, hieß früher Neckarstadion und hieß noch früher von 33 bis 45. Ja, muss man jetzt nicht nochmal breit treten, aber. Zuerst kommen zwei Namen, Vorname und Nachname, und dann kommt Kampfbahn. Früher, vorbei, die Zeiten, vorbei. Dann haben wir hier eine Rubrik, Stadien, in denen die deutsche Nationalelf große Triumphe feierte. Zum Beispiel das Stadion in Bern, das Wankdorfstadion. Mhm. Unvergessen, hier haben wir uns im Grunde nach dem Krieg rehabilitiert. Sporty.
Sportlich. Was sportlich? Sportlich. Sportlich waren wir immer okay. Sportlich. Ja. Politisch hat man uns gehasst. Sportlich, sportlich waren wir immer im Grunde okay. Ja. Aber so sehen das die jungen Menschen, rehabilitiert. Durch die legendäre Mannschaft, die, wie hieß Herr Andrak? Im Tor. Ja, ist deine Zeit. Also, ich meine, Toni Turek. Toni Turek, genau. Also Helmut Rahn war dabei, Fritz Walter natürlich, die Rahn-Brüder. Ottmar Walter. Ja, also viele Kaiserslauterner. Und der Boss, Helmut Rahn. Und natürlich der Trainer, unvergessen bis heute noch, Herr Herberger. Ja. Oder auch der Chef, nicht Berti, nicht Franz, nicht irgendwie Rudi Riese. Herr Herberger. Herr Herberger. Hier hinten Fritz Walter und Herr Herberger auf den Schultern. Und ich habe gelesen, der Zug musste auf jedem Bahnhof zwischen Bern und Frankfurt anhalten, weil Tausende von Menschen an den Rehabilitierte. Tausende. Tausende. Von Rehabilitierte strömten an den Zug und schrien: Sieg, Sieg, Sieg! Aber sie meinten es von nun an wieder sportlich. Und das Ausland war beruhigt. Und, ja. Dann das Schlimme, als Uwe Seeler abgeführt wurde in Wembley. 1966. Ja. Das war, als wir gegen diese Kolonialtreiber ungerecht ausgeschieden sind. Und zwar. Und man kann vielleicht mal das Missverständnis aufklären. Es hieß immer, Uwe Seeler sei geknickt gewesen. Nein, dazu hätte ihm ja einer sagen müssen, dass wir ausgeschieden sind. Sondern dieses Bild des Ehrenspielführers Uwe Seeler, er schaut irgendwie nach unten, weil er wirklich was auf seinem Schuh guckt oder so. Nein, der Witz ist, es ist nach der ersten Halbzeit aufgenommen. Ach so. Weil man hat recherchiert, da ist ja so eine Kapelle im Hintergrund. Und nach dem Spiel gab es keine Kapelle, sondern nur in der Pause. Also es war nicht die Enttäuschung nach dem Spiel, sondern das Atemholen. Achten Sie auf die Kapelle. Achten Sie auf die Kapelle. Drum stehe die Kapelle. Berühmtes Gedicht von wem? Keine Ahnung. Ludwig Uhland, meine Heimat. Droben stehe die Kapelle, schaut blicket still ins Tal hinab. So, haben wir noch andere? Oh, natürlich Hans-Hubert Vogt, dessen große Karriere. Ja. Da musste er zum ersten Mal das Sacko von Kalmund auftragen. Und das, Achtung, das könnte man sagen. Schauen Sie mal bitte auf die Schuhe. Schauen Sie mal bitte auf die Schuhe. Wir haben noch im Hochadel gelernt, never brown after six. Vorbei die Zeit. Das ist wirklich Italien. Das ist im Grunde Rom, das ist Giuseppe Meazza. Braune Schuhe zum dunklen Blazer, nicht nur erlaubt, sondern absolut stilsicher. Ja. Das war die Laola, als wir 1996 Europameister wurden. Dann, das sind so voll tolle. Zeig mal das Aztekenstadion in Mexico City. Ein Traum. Das legendäre Spiel gegen England, als Uwe Seeler mit dem Hinterkopf noch. Und dann Carlo Schnellinger gegen Italien. Ausgerechnet Schnellinger, werden die Italiener sagen. Hat, glaube ich, Ernst Huberti damals ins Mikrofon geschrien. Da muss ja immer irgendwie Mittag um 12 geguckt werden, wegen der Zeitunterschiede zwischen Nord- und Südkurve. Und ein Stadion, an das Herr Andrak große, große persönliche Erinnerung verbindet, das Olympiastadion in Rom. Ja. 1990. Ja. Wahnsinn. Du warst da. Ich war da, ja. Zum Endspiel. Wahnsinn. Gegen Argentinien. Gegen Argentinien. Gegen Maradona. Er wollte 1:0. Vorelfmeter, Andi Brehme. Andi es war Brehme. Sehr, sehr heiß, selbst nachts um 10 Uhr. Der Mond, Vollmond schien über Rom. Der Vollmond schien. Hast du irgendwie eine persönliche Erinnerung an diesen Abend? Gibt es etwas, wo du sagst, ja, das ist für mich ein Stück Rom? Ja, hier dieser Rasen, der steht immer auf meinem Schreibtisch im Büro. Was? Ja, in Kunstharz gegossener. Das ist original Rasen aus dem Olympiastadion in Rom, aus dem Mittelkreis. Boah. Original? Woher weißt du, dass der Original ist? Ja, gibt es ein italienisches Zertifikat. Diese Rase ist ehrlich total echt.
Hast du den gekauft? Nee, den habe ich geschenkt bekommen. Also im Sommer war ja dann, also zu meinem Geburtstag 1991 habe ich ihn geschenkt bekommen. Ja. Fantastisch. Hast du damit gerechnet, dass du da noch ein Stück Rasen? Nein, nein. Ich war sehr gerührt. Sehr, sehr. Da gibt es ja auch dieses berühmte Bild, wo Franz über den Rasen geht und nochmal nachdenkt, nachdem wir gewonnen haben. Das, schau mal hier, Franz. Ist auch jetzt schon 11 Jahre wieder her. Mhm. Auch an ihm ist die Zeit nicht spurlos vorübergegangen. Gut, er hat einiges erlebt in diesen Jahren. Und, hier, der Uli hat mir noch eine Liste gegeben. Welches Stadion steht wo? Aus welcher Kategorie willst du raten? Leicht, mittel, schwer? Leicht. Wo steht das Ludwigsparkstadion? In Ludwigspark? Ja. Oh, ey, das ist jetzt so einfach, dass es schon wieder peinlich ist. Ja. Sag mal. Saarbrücken. Ja, genau. Wie heißt das Stadion in Reutlingen? In Reutlingen? Ja. Reutlingen. Die Stadt der Millionäre, 12 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Donaustadion. Er sagt, dass die Menschen bei Jauch immer blöder werden. Ja? Reutlingen, Donau. Hier, Welten. 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 An der Kreuzeiche. An der Kreuzeiche? Ja. Und das war auch nicht Kategorie leicht. Bitte? Das war nicht Kategorie leicht. Doch, aus Ulis Sicht schon. Wo steht das Nepp-Stadion? Mit Akzent. Das ist in Budapest. Hey, sehr gut. Und wo steht das? Estadio Daluz? Daluz? Daluz. Daluz? Daluz. Daluz. Weiß ich nicht. Portugal. Benfica Lissabon. Wie heißt das Stadion von Leeds United? Leeds United Stadion. Elland Road. Mhm. Aber das ist auch sehr schwer. Aber er weiß das alles. Wir müssen hier wir machen morgen weiter hier mit den Scheinen. Ja, selbstverständlich. Oder? Denn es ist noch sehr, sehr, sehr viel. Und ich wusste nicht, das haut mich völlig um, dass du Rasen hast vom Olympiastadion in Rom. Das aktuelle Buch meines nächsten Gastes, meine Damen und Herren, Titel Der Scheich mit der Hundehaarallergie. Kommissar Schneider flippt extrem aus. Herzlich willkommen, Helge Schneider! Setzen? Setzen. Okay. Schön, dass du mal wieder hier bist. Warum auch nicht? Was hältst du eigentlich von Arturo Benedetti Michelangeli? Ja, lebt nicht mehr. Ja. Das war ein hervorragender Pianist. Ich habe einen seiner beiden Flügel selber spielen dürfen, nach seinem Tod heimlich. Wirklich? Unter der blauen Decke. Ja? Ja? Ein sehr wunderbares Instrument. Ich habe dann einen anderen gekauft. Wie, der stand zum Verkauf? Nein, 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 nein. Aber er hat sich immer die Flügel hinterher transportieren lassen. Ja. Und wenn die Temperatur nicht gestimmt hat im Konzertsaal oder sowas, hat er Heizung angemacht. Heizung angemacht oder den Flügel oder das Konzert abgebrochen. Richtig, ja. So wird es gemacht. Dein Lieblingspianist? Bach. Bach. Auch als Pianist? Als Pianist auch. Aber mit Schwächen bei Schubert? Schubert, naja. Dein Lieblingskomponist? Beethoven. Wirklich? Mhm. Was hältst du davon, dass Glenn Gould gesagt hat, die mittlere Phase von Beethoven ist scheiße? Ja, er hat recht gehabt. Ist das so? Das war die Zeit, wo Beethoven zu viel Geld verdient hat. Aha. Ja, das heißt, aber durch Anlage, durch gute Anlageberatung. Stimmt es, dass Beethoven bei den Klavierkonzerten ja. Nur die Orchesterstimme notiert hat und er selber hat als einziger die Klavierstimme auswendig im Kopf behalten, er hat sie auch komponiert, damit ihm keiner die Noten klauen konnte und immer wenn das Konzert gespielt werden musste, er als Pianist engagiert werden musste. Richtig, so ist es. Aber womit er nicht rechnen konnte, ist heimlich aufgenommen worden. Bootleg heißt das. Richtig. Bootleg. Was ist? Nervös?
Nein, ich habe wenig Zeit. Ach so. Dein neues Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich sage das jedem Gast, aber hier stimmt's. Ja? Ich hab's auch bei. Ja, es ist wirklich sehr überraschend, sehr kraftvoll geschrieben. Ja. Und du könntest ein bisschen was vorlesen. Lesen zwei neue vor. Bücher, muss ich sagen. Deins zwei. Und meins. Und meins. Und beide ab heute zum Kauf. Du könntest ein bisschen was vorlesen, oder? Ja, könnte ich machen. Soll ich? So, ja. Möchtest du hier, wir haben so eine kleine...